die norwegische Landschaftsroute. Varanger die Straße zum Eismeer. Eine Fahrt in wechselndem Licht zwischen Wasser und Himmel auf dem Weg zum offenen Meer und einer einzigartigen Klippenlandschaft. Varanger handelt von den langen Linien in der Landschaft, aber auch von den langen Linien, die sich in der Geschichte zurückverfolgen lassen. Die Nähe zu Russland, die finnische Einwanderung und die Traditionen der samischen Bevölkerung sorgen in der Region für eine interessante kulturelle Vielfalt. Die Fahrt führt vorbei an Birkenwäldern, Moorlandschaften und zerklüfteten Klippen. Man ist umgeben von einem ganz besonderen Licht. Vogelleben und Fauna in dieser Region sind einzigartig. Relativ einfach finden Sie hier Vogelarten, die Sie an keinem anderen Ort der Welt sehen können. Außerdem ist die Wahrscheinlichkeit groß, dass Ihnen am Wegesrand Rentiere begegnen. Die Straße bietet eine kontrastreiche Natur, bei der die Mondlandschaft bis nach Hammingberg den Eindruck erweckt, als sei man auf dem Weg zum Ende der Welt. Vardo, das Tor zur Nordostpassage und zur Barentssee und Norwegens einzige Stadt in der arktischen Klimazone. Spannend ist die Geschichte der ältesten norwegischen Stadt, des ältesten Fischereihafens der Finnmark, der Festungsstadt, Hauptstadt der Pomoren und des Zentrums des nordnorwegischen Hexenprozesses. Die Hafenpromenade, die Speicherbrotkorbsjene und der Kulturpfad zu den historischen Städten auf der Landzunge Steilneset markieren den 1000-Jahresort. In Vardo treffen Sie auf eine spannende Natur, launenhaftes Wetter und offene Menschen. Das Steilneset Memorial in Vard wurde zum Gedenken an die 91 Opfer errichtet, die der Hexerei angeklagt und auf dem Scheiterhaufen verbrannt wurden. Mit einem brennenden Stuhl und einer 100 Meter langen Gedenkhalle vermitteln sie ein schweres Stück Geschichte. Drakkar Leviathan ist eine Geschichte über das Meer, Völkerwanderungen, Mythen, Schiffe, historische Ereignisse, Wald und Wale. Es ist eine Hymne an die Arktis, Mensch und Natur. Die Skulptur wurde im Sommer 2016 vom Taibola Assembly Team aus Archangelsk-Severodvinsk auf diesem einsamen Felsen auf der Insel Vardo errichtet. Die Skulptur bewacht die Meerenge zwischen der Insel Vardo und dem Festland. Der Name der Meerenge wird übrigens aus dem Norwegischen als großes Wikingerschiff übersetzt. Thank you.
Die Festung Vardohus ist die nördlichste und östlichste Festung Norwegens. Sie wurde von König Hakon V. um 1300 auf der Insel Vardøya errichtet. Sie diente der Wahrung der norwegischen Interessen an der Nordostpassage gegen Novgorod. Es handelte sich um ein viereckiges Areal 30 x 40 Meter mit einer 4 Meter hohen und 2 Meter dicken Mauer umgeben. Auf dem Areal befanden sich einige Gebäude und ein Brunnen. Die heutige Festung ist achteckig und wurde 1738 fertiggestellt. In dieser Festung befinden sich mehrere Gebäude, die alle vor 1825 errichtet wurden. Im 17. Jahrhundert fanden hier zahlreiche Hexenprozesse in Norwegen statt, und 77 Frauen und 14 Männer wurden auf dem Scheiterhaufen verbrannt. Heute dient die Festung als Schule für die Seestreitkräfte.